vergessen habe. Julia sagt es gerade. Gott sei Dank haben wir die Stöcker. Ich bin da auch heilfroh drum. Die hat mir gestern der Bernhard mitgegeben. Den habe ich erzählt, dass ich morgen mit Julia hier laufen will. Und ja, nochmal vielen Dank Bernhard für die Stöcker, die du mir leihweise mitgegeben hast. Die sind wirklich Gold wert. Aber jetzt laufen wir auch weiter. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut erkennen könnt. Aber es geht jetzt hier immer an der Felswand entlang. Da hat es Stahlseile. Und da werden wir uns jetzt mal hochkämpfen. Und dann sollten wir auch, glaube ich, endlich oben sein. Leben am Limit. Das ist schon brutal. Hier sieht man es. Also schon nicht übel. Aber wir kämpfen uns hoch. Julia, die marschiert voran, als wäre die 20 Jahre jünger wie ich. Aber jetzt schauen wir mal. Wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, Julia ist in den letzten Zügen. Aber es ist jetzt schon richtig, ja, wie soll man das nennen? Kampf jetzt mit dem Wetter. Ja, also hier hatten wir vorher schöne Aussicht. Ist jetzt richtig zu. Bis oben? Ja, dann wird der Dicke mal folgen. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind oben. Aber das war ja jetzt erst der dritte Gipfel, glaube ich, ne? Ja. Aber das war jetzt erstmal einer der höchsten. Der letzte, der Hochgrat, ist, glaube ich, der allerhöchste. Und jetzt geht es, glaube ich, erstmal dezent weiter. Ja, ich würde euch gerne diese Aussicht hier präsentieren. Und ich bin fix und fertig. Ey, leck mich am Arsch, echt. Aber wir hätten jetzt hinten runtergehen können schon wieder, weil es jetzt echt regnet und das Wetter hat sich gedreht. Aber das ist jetzt wieder so ein Ding, gell? So ein Kampfding. Wir wollen zu Ende laufen, ne? Auf jeden Fall. Ja, das ist meine Schwester genau wie ich. Wir sind Kampfschweine. Wir ziehen das jetzt durch bis zum bitteren Ende. Ja. Nass sind wir eh. Nass sind wir eh. Ich glaube, meine Brotzeit auch. Ist auch wurscht. Also laufen wir weiter jetzt zum... Halt mal die Stöcke. Ich schaue jetzt gerade mal gleich live hier. Solange das Papier noch trocken ist. Nicht mehr ganz. Wir sind jetzt... Gar nicht wahr. Wir haben 1, 2, 3, 4... Am 5. sind wir jetzt. Wow. Jetzt kommt der Sederer. Dann der Buralpkopf, Gündliskopf, dann das Rindalphorn und dann der Hochgrat. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. So von der Karte her haben wir noch einiges vor uns. Also werden wir gleich mal weiterlaufen. Wir werden noch kurze Trinkpause machen und dann werden wir weiterlaufen. Also bis später. Ja, wir mussten hier gerade über eine Kuhweide. Ich begegne dem ja immer mit Respekt. Ich habe da schon so meine Erfahrung gemacht. Aber die waren jetzt echt friedlich. Und es schaut, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, mit ein bisschen Einbildung, schaut es aus, als ob es ein bisschen heller wird. Wir sehen auf jeden Fall sehr lustig aus. Wir sind schön eingepackt. Ich bin auch doppelt gemobbelt. Und ja, jetzt kann man den Weg, ich weiß nicht, ob man das sieht, der geht jetzt gerade durch auf den nächsten Gipfel. Wir hätten jetzt gerade noch die Chance gehabt, aus der Tour auszusteigen und haben gerade gesprochen und ja, wir laufen weiter. Ich weiß, es mag für einige verrückt sein, aber so sind wir. Was wir uns im Kopf gesetzt haben, ne? Ja. Das machen wir. Also, weiter geht's. So, wir waren jetzt auf dem... Ich hab keine Ahnung. Wir waren auf dem nächsten Gipfel. Genau, und sind jetzt auf dem Weg. Zum nächsten. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und wenn Sie nichts sehen, sehen Sie nichts. Aber wir laufen wacker weiter. Wir haben gerade... Oh, ich drehe mal, falls ihr den Anblick noch ertragt. Ich bin pitschnass. Wir haben gerade gesagt, das ist irgendwie eklig. Von innen bist du schwitzig. Und von außen nass. Aber es geht, es ist überhaupt nicht kalt. Von dem her passt es schon. Ja, und dann hat es hier überall... Diese Drehkreuze, genau passend für meine Körpermaße immer. Es ist herrlich. Aber bisher bin ich durchgekommen. Also, wir gehen jetzt zum nächsten
Gipfel. Und da schaue ich dann, wie der Vorjährige hieß und wo, welchen wir dann sind. So machen wir das. Ja, auf jeden Fall. Ja, es geht jetzt hier ziemlich steil bergab. Ich laufe auf dem Rasen, weil das doch hier auf den Wegen teilweise sehr rutschig ist. Ja, ich glaube, meine Wanderschuhe sind 40 Jahre alt. Die habe ich mal vom Onkel geerbt. Und da ist das Profil nicht mehr das Beste. Also ich glaube, ich habe die schon, ich weiß nicht wie oft, geklebt mit Sekundenkleber. Darf gar keiner zählen. Und letztes Jahr haben wir eine Wanderung zum Schrecksee gemacht. Und da habe ich schon gesagt, das ist die letzte Wanderung von den Schuhen. Jetzt habe ich sie gestern wieder geklebt. Aber ich glaube, jetzt heute haben sie wirklich dann auch ausgedient. Bergziegenködel, sagt sie. Ja. Julia hatte gerade noch die bravovöse Idee, ob ich einen Poporutscher mit hätte. Die würden auf einer nassen Wiese auch gehen, dann hätten wir runterrutschen können, sagt sie. Aber ich habe keinen dabei. So, wir werden mal hier weiter uns runterkämpfen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da hinten, also ich sehe es leicht, ist dann der nächste Gipfel. Ja, wir kommen jetzt von da oben. Das war jetzt echt anstrengend runterzulaufen, weil es war echt matschig und rutschig. Ja, man merkt, die Sachen, die man anhat, werden schwerer. Mein Rucksack wird schwerer. Meine Schuhe sind jetzt auch von innen nass. Die werden auch schwerer. Aber ja, wir haben schon gesehen, was uns gleich noch an Höhenmeter erwartet. Ich drehe mal die Kamera. Wir haben uns hier mal ein bisschen Schutz gesucht. Und wir gehen jetzt erstmal ganz in Ruhe ein Hanuta essen. Und dann laufen wir weiter. Dann geht's weiter. Der Weg ist das Ziel, ne? Wir haben gerade noch, war ganz witzig, einen Trupp von der Bundeswehr gesehen. Zum Glück haben die genauso geschnauft wie ich. Das hat mich beruhigt. Jetzt kurze Trinkpause und ein Hanuta und dann geht's weiter. Ja, wir sind wieder auf Tour. Aber ich sage euch, hey, es ist jetzt so schlammig geworden und rutschig. Ja, die Bahn werden wir definitiv nicht kriegen. Ja, wir schauen jetzt mal, wie wir weitermachen. Wir werden jetzt auf jeden Fall die nächsten Gipfel noch hoch. Und ich glaube an der, was habe ich gesagt, Rindalphorn geht, glaube ich, dann Weg nach unten. Weil wir sind, ja, durchnässt und nicht nur das. Wir sind ja auch schon fast ausgerutscht oder es ist sehr rutschig und ja, ist dann einfach auch gefährlich und dann Ehrgeiz ist Ehrgeiz, aber Vernunft ist Vernunft dann. Aber wir schauen einfach mal, wir laufen jetzt noch weiter und ja, die Leute, die uns entgegenkamen, haben auch gesagt, es wird nicht besser. Also die machen uns nicht gerade Mut. Wir schauen mal. Übrigens, ich drehe mal, da drüben vom Berg kommen wir. Das war der, keine Ahnung, aber von da kommen wir. Also das sind schon ein paar Höhenmeter, die man hier macht. Oh yeah. Aber wir werden jetzt einfach weiterlaufen und dann schauen wir mal. Ja, wie ihr seht, seht ihr wieder nichts. Das da hinten ist Julia, wink mal. Ja, wir mussten jetzt gerade über diverse Kuhweiden, aber die Kühe waren alle friedlich, wir waren es auch. Ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Oder ja, also wir folgen immer dem Weg. Aber es war jetzt auch schon lange kein Schild mehr oder so. Und ja, jetzt wird es langsam echt anstrengend. Ungemütlich. Ja, es ist halt jetzt auch einfach kalt und du bist nass. Und die Schuhe sind schwer, mein Rucksack. Ich habe natürlich keinen Überzieher dabei für den Rucksack. Ich glaube, der hat mittlerweile 20 Kilo, weil alles da drinnen pitsche nass ist. Und ja, wir werden uns jetzt unseren Weg weiter durch den Nebel bahnen und schauen mal, wo wir rauskommen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Bahn wird schwierig. Aber wir lassen uns überraschen. Servus aus dem strömenden Regen. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Wie heißt das Ding hier noch? Warte. Gündleskopf. Gündleskopf. Also wir müssten jetzt noch auf den, was habe ich gesagt? Rinz. Und, ja, meine Zettel ist nicht mehr so original. Es ist alles aufgeweicht.
Rinshornalpe oder irgendwie sowas. Ja, und dann käme ja erst der Hochgrat, aber die Bahn werden wir auf keinen Fall mehr schaffen. Das heißt, wir werden jetzt gucken. Ich bin der Meinung, dass irgendwie nach der Rindsalpe oder vor irgendwie ein Weg Richtung Tal geht und den werden wir dann auch definitiv einschlagen, weil wir sind komplett nass. Also nasser geht's nicht mehr. Nee. Macht jetzt auch langsam nicht mehr so Spaß, muss man auch sagen. Aber ja gut, wir haben das entschieden, dass wir weiterlaufen und jetzt müssen wir es halt auch durchziehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eine heiße Dusche heute Abend. Oh ja. Und was Gescheites zu essen, weil bei mir ist alles aufgeweicht. Ja. Also, wir laufen dann mal weiter. Ja, wir sind jetzt von hier oben gekommen. Und jetzt haben wir Schilder gefunden und ja, die Bahn haben wir natürlich verpasst. Hochgrat Talstation nochmal 2 Stunden und eine Dreiviertelstunde, also knapp 3 Stunden. Ja, wir werden jetzt mal die Richtung laufen und schauen, eventuell hat es dann irgendwann feste Teerstraße oder so, wo uns jemand abholen kann. Aber ja, das werden wir dann halt auf dem Weg checken. Runter müssen wir ja eh oder je. Von daher, ja, sind wir wieder um eine Erfahrung reicher. Aber wir nehmen es mit Humor noch, also... Julia war jetzt kalt, die hat jetzt noch mal eine Jacke untergezogen. Ja. Mir ist überhaupt nicht kalt. Ja, wie soll man sagen, ne? Schlammschuhe waren dagegen Scheißdreck. Aber wie gesagt, jetzt laufen wir gleich mal weiter. Kurzes Päuschen und dann geht's weiter. Ja, regnet immer noch wie Sau. Wir sind jetzt auf dem Weg nach unten. Die Wege sind matschig, die Füße sind nass. Aber... Wisst ihr, was mir da einfällt? Oder uns einfällt? Das Wandern ist des Müllers Lust. Also wir lassen uns nicht unterkriegen. Ist halt echt doof gelaufen. Ja, ich habe echt 5 verschiedene Wetter angeschaut. Und der eine, der nie recht hatte, der Herr Kachelmann, hatte heute recht. Also ich habe extra bei Bergfex geschaut und... Aber Mai, so ist das manchmal. Wir laufen jetzt auf jeden Fall mal runter. Liebe Leute, uns ist was Schönes passiert. Wir sind dem Weg Richtung Hochgrat-Talstation gefolgt und sind nochmal das komplette Rindalbhorn hochgelaufen auf 1800 Meter. Und jetzt sind wir fast auf dem Hochgrat, auch nochmal. Ich dachte, es kann noch nicht so viel hochgehen, das ist so. Wieso geht da so viel hoch? Wir haben irgendwie eine Abzweigung verpasst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt kurz vorm Hochgrat. Wir haben noch keinen Meter nach unten gemacht. Nein, wir sind wieder hochgelaufen. Und jetzt kenne ich mich hier aber eigentlich aus. Und ja, jetzt laufen wir Richtung Brunnenau. Und ja, dann rufen wir Julias Mann an. Der soll uns, soweit es geht, entgegenfahren und dann echt nach Hause. Wir haben es auch mittlerweile, glaube ich, gleich 6:30. Also wir sind seit 9 Uhr unterwegs. Also... Es reicht auch langsam. Es ist schweinekalt geworden. Wir sind bis auf die Knochen nass. Aber ja, das Wandern ist es Müllers Lust. Ja. Wir können immer noch lachen. Ja. Ne? So. Also, wir laufen mal weiter runter und ich melde mich nachher auf jeden Fall noch. Und ja, melde mich wahrscheinlich von zu Hause aus nochmal. Und ja, weil jetzt Akku ist gleich leer. Ich habe zwar noch einen dabei, aber der ist irgendwo im Rucksack. Im Rucksack schwimmt alles. Und ja, deshalb aus dem Trockenen nachher oder aus meinem Auto melde ich mich nachher nochmals abschließende Worte. Also seid mir deswegen nicht böse, aber man muss auch echt schauen, wo man hintritt. Es ist alles pitsche nass, es ist schlammig. Ja. So, sei ehrlich, wir wollten allen nur zeigen, man kann es auch bei schlechtem Wetter machen. Julia sagt gerade, wir wollten nur zeigen, dass man auch beim schlechten Wetter laufen kann. Nee, wie gesagt. Seid nicht böse, dass ich euch jetzt nichts mehr wirklich zeige von der Wanderung. Aber wir müssen uns jetzt voll auf uns konzentrieren und ja, werden jetzt einfach mal laufen. Ich bin ja froh, ihr seht doch, bin verkabelt, dass ich noch eine Powerbank mit hat. Wow, da habt ihr es gesehen. Powerbank mit hat, weil unsere Akkus sind natürlich mittlerweile auch leer. Und ja, jetzt haben wir wenigstens einen Akku, den wir noch laden können. Also, ich melde mich später. Ja, hier nochmal. Ein kleiner Wasserfall. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach unten. Ist halt echt schlammig und rutschig.
viele Treppen und Leitern und ja, genau, von da oben kommen wir irgendwo. Ja, wir haben jetzt meinen Schwager angerufen. Der versucht jetzt, kommt gleich eine Alpe, so weit mit dem Auto ranzufahren, wie es geht. Und kommt uns dann entgegen. Und dann reicht es auch. Leckt mich am Arsch, echt. Ich bin fix und fertig. Also ich radel lieber, wirklich, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, ich melde mich später nochmal. Julia ist noch fit. Joa. Irgendwas mache ich falsch. Also, bis später. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich hier von meinem Auto. Ja, kleiner Abschlussbericht. Ich bin gerade an Sachen verräumen und ja, die ganzen nassen Sachen, weil ich war, glaube ich, um 23.30 Uhr dann zu Hause. Ja, zur Tour gestern. Ich habe jetzt gerade das Video schon soweit zusammengeschnitten. Da sind mir halt noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich einfach nochmal erläutern will. Und einfach auch nochmal zur Tour selbst. Ja, erstmal vielleicht ein paar Dankesworte. Natürlich an Julia für die Geduld, die sie mit mir hatte. Ich tue mich bergauf immer ein bisschen schwer. Wandern gehört auch nicht zu meiner Hauptsportart, bin ich ganz ehrlich. Und ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da gestern auch an Grenzen gestoßen bin. Ja, dann noch ein Dank an Bernhard. Erstmal nochmal für die Stöcker. Die waren gestern sowas von Gold wert. Also da nochmal vielen Dank. Und der Bernhard hat uns auch nochmal ein bisschen geholfen, aus der Ferne zu navigieren. Auch da nochmal besten Dank. Dann müssen wir uns noch bedanken. Ich denke, ich spreche auch in Julias Namen. Bei Henry, bei Julias Mann, der hat uns nämlich abgeholt und uns trockene Sachen und Handtücher mitgebracht. Einwandfrei, das war die beste Idee ever. War sowieso geplant, dass er uns an der Talstation abholt. Er ist uns dann sogar noch ein Stück entgegengefahren. Das war eine sehr gute Idee. Ja, anschließend hat Henry uns dann ja, nach Immstadt gefahren. Da musste ich ja noch mein Auto holen. Und da hat es auch einige Baustellen gehabt und ja, hat sich gezogen. Dann hatte ich natürlich noch einen riesen Hunger, weil ja, ein Teil der Verpflegung, die wir mit hatten, war aufgeweicht. Und ja, da blieb mir nur noch um 23 Uhr das goldene M. Ja, nicht die beste Ernährung, aber mei, ich bin satt geworden, das ist das Wichtigste. Eine heiße Dusche, einen Kamin habe ich mir gestern Abend noch angemacht und ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, zur Tour. Die Tour ist an sich echt schön. Macht echt richtig, richtig Spaß. Wir haben das mit dem Wetter total unterschätzt. Ich, wie gesagt, ich habe es im Video, glaube ich, auch gesagt. Ich habe mehrere Wetterberichte angeschaut und ja, 5 oder 4 von 5. Haben gesagt, es bleibt trocken bis 17, 18 Uhr und einer hat gesagt, es regnet und ja, wir haben halt gedacht, ach, so ein Schauer, ne, den kann man gut vertragen, aber es hat ja eigentlich ab 12 durchgängig geregnet. Im Nachhinein muss man sagen, wäre vielleicht besser, wenn wir eher abgestiegen wären, aber ja, es ist jetzt immer so, wie es ist. Ich empfehle euch die Tour auf jeden Fall nur bei wirklich trockener Witterung und ja, fit müsst ihr sein, weil ansonsten ist es schon anspruchsvoll, muss man einfach sagen. Ja, ich habe gerade meine nassen Klamotten raus und allein, wenn ich meine Schuhe von gestern anhebe, die sind sowas von schwer. Also hätte ich nicht gedacht. Also da kam nochmal richtig Gewicht dazu. Meine Klamotten, die in der Tüte sind, sind auch sackschwer. Mein Rucksack sackschwer, also das kam auch noch dazu. Ja, die Hochgradbahn, die wir verpasst haben, es war eigentlich von vornherein fast klar. Ja, bergauf tue ich mich ein bisschen schwer, brauche ich meine Zeit, die nehme ich mir auch. Und ja, dann noch durch die Filmerei ist es natürlich zu spät geworden. Ich hatte in dem Video gesagt, dass wir eigentlich Sonntag gehen wollten. Das hatte auch einen Grund, nicht weil Sonntag so wenig los ist, sondern einfach, da hatte die Hochgradbahn eine Sonnenaufgangsfahrt. Und da wäre die Bahn ab 4.30 Uhr, glaube ich, gefahren.
Und dann hätte man schön morgens um 6 Uhr hochfahren können und dann ganz entspannt laufen können. Ja, hat nicht sollen sein. Wir sind wieder heil zu Hause. Ja, teilweise war es halt auch auf der Tour so, dass einfach ja durch den Nebel, du hast auch irgendwann so ein bisschen die Orientierung verloren. Auf dem Handy schauen, ja, haben wir zwischendrin auch. Aber es hat halt einfach so geregnet, es war alles nass und ja, das Touchscreen ging nicht mehr richtig am Handy. Und ja, war schon ein Erlebnis. Ja, unseren größten Fehler, den wir, glaube ich, gemacht haben, war, als wir der Beschilderung Richtung Talstation Hochgradbahn gefolgt sind, wo wir dann da nochmal, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter hochgekraxelt sind und ich mir schon gedacht habe, ey, wieso müssen wir hochlaufen? Aber ich habe halt gedacht, wir müssen da irgendwie über eine Kuppe noch rüber oder so. Und ja, als wir oben ankamen, stand dann das Schild genau in gegengesetzter Richtung. Und ja, dann natürlich mit dementsprechend mehr Zeit. Ja, da hätten wir zurückgehen können, aber ich persönlich kannte den Weg nicht dann unten. Und wir haben auch kein Schild gesehen, dass es irgendwo wegging. Vielleicht haben wir es auch übersehen, keine Ahnung. Ja, wir haben uns dann aber dazu entschlossen, Richtung Hochgrat zu laufen, weil ich mich am Hochgrat etwas auskenne und da wenigstens wusste, ja, wie wir am besten runterkommen. Ja, was kann ich noch sagen? Wie gesagt, bei unbeständiger Witterung sollte man die Tour nicht machen. Das haben wir unterschätzt. Wir haben viele, viele Anfängerfehler gemacht, aber aus Fehlern lernt man. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Am Ende habe ich nicht mehr so viele Aufnahmen gemacht, weil, wie gesagt, es war einfach alles nass und wir mussten uns halt auf uns selber konzentrieren. Ja, abschließend kann ich noch sagen, Radeln wird meine Hauptsportart bleiben. Da tue ich mich wesentlich leichter mit. Und ja, wie gesagt, hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal cool, mit jemandem zusammen unterwegs zu sein und zu filmen. War für mich auch eine neue Situation. Für meine Schwester sicherlich auch. Hat auch trotzdem unheimlich Spaß gemacht. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, nächste Woche wird es eine Radeltour geben. Da werde ich auch nicht alleine unterwegs sein. Und ja, da wird auf jeden Fall nicht meine Schwester dabei sein, sondern zwei weitere Personen. Freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich hoffe, dass wir da mit dem Wetter mehr Glück haben. Und ja, nächste Woche geht es dann wieder aufs Radl und da wollen wir dann auch mal schauen, ob wir eventuell dann ja, mal unterwegs was kochen. Ja, in dem Sinne bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht geradelt bin. Und ja, lasst mir doch gerne ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Und sag bis dahin, Servus und Ciao. Macht's gut, bis dann, Ciao.